Marlene Lohse, die Schauspielerin, endlich das Babygeschlecht. Die Schauspielerin Marlene Lohse, 38, hat im Interview mit der Bild-Zeitung erstmals auch über das Geschlecht ihres Babys gesprochen. Es sei für sie und ihren Partner Max Montgomery derzeit etwas komplett Neues. Momentan sei es mit ihrem Baby sehr aufreibend, aber zeitgleich auch wunderschön, wir haben wenig Zeit für anderes. Unser Sohn steht jetzt komplett in unserem Fokus. Auf die Frage, ob sie sich in Zukunft trotz schlafloser Nächte auch weitere Kinder vorstellen könne, antwortet Lohse, ein zweites Kind ist aktuell noch nicht im Gespräch. Anführungszeichen. Lohse hatte Mitte Oktober bei Instagram eine besondere Bilderreihe veröffentlicht, mit der sie erstmals auf die Geburt ihres ersten Kindes zurückblickte. Vor etwa einem Monat ging es los. Eine durchwachte Nacht und einen langen Tag später waren wir eine Familie. Es ist alles viel schöner, bewegender und auch aufreibender als erwartet, schrieb sie zu den Bildern. Das Baby sei gesund. Sein Haar ganz flauschig und rieche nach frischem Popcorn, erzählte der TV-Star. Wir sind überglücklich und total übermüdet. Anführungszeichen. Ihr Dank gelte dem gesamten Team der Berliner Charité, den ÄrztInnen, PflegerInnen und den wunderbaren Hebammen, die einen unglaublichen Job machen. Wir fühlten uns zu jedem Zeitpunkt bestens umsorgt, gesehen und emotional wärmstens begleitet, schrieb die Schauspielerin weiter. Was das Team jeden Tag leiste, erfülle sie mit Demut. Ein Shoutout an alle Hebammen. Danke. Auf den Fotos ist unter anderem die Hand des Babys und sein Kopf mit blondem Haar zu sehen. In Instagram Stories veröffentlichte die Mutter weitere Schnappschüsse mit ihrem Kind und dem Vater des Nachwuchses. Im Mai verkündete Lohse ihre Schwangerschaft mit einem Babybauchfoto bei Instagram. Für sie und Partner Max Montgomery ist es das erste gemeinsame Kind. Die Schauspielerin stand bereits als junges Mädchen vor der Kamera und wurde durch die Serie Die Kinder vom Alstertal bekannt. Es folgten Rollen in Kinofilmen wie Vollidiot oder Maria, ihm schmeckt's nicht. Seit 2014 gehört sie in der ARD-Krimireihe Nord bei Nordwest zum Stammcast. Verwendete Quellen, Bilde, Instagram.com